Hallo Leute, willkommen zu einer neuen Folge von Dead Space 2, Folge 30. Ellie, eine riesige Tentakel blockiert die Transporttür. Sie hat sich um einen großen Tank gewickelt. Ein großer Tank? Stickstofftrichlorid. Die explodieren, wenn sie zu heiß werden. Perfekt. Da besteht jetzt ein Feuer dran, oder? Oder was? Ja, hallo. Anzeigen. Vorher drauf gucken. Wir bewegen uns wieder. Wir warten weiter vorne auf Sie. Gut, ich sehe Sie. Vielleicht brennt die Kinder. Was? Sind Sie irre? Das Ding in der Mitte? Wenn Sie das anzünden, wird alles hier drinnen abfackeln. Richtig. Sagen Sie, Strosser soll sich festhalten. Es geht los. Meinte das jetzt? Okay. Bist du deppert oder was? Macht das jetzt? Ja, wusste ich doch. Okay. Jetzt bin ich tot. Nee. Soll ich nicht überleben? Ach du Scheiße. Tentakel blockiert die Transporttür. Sie hat sich um einen großen Tank gewickelt. Ein großer Tank? Stickstofftrichlorid. Die explodieren, wenn sie zu heiß werden. Perfekt. Mal die Dinger auch abschießen. Ne. Funktioniert. Wir bewegen uns wieder. Wir warten weiter vorne auf Sie. Gut, ich sehe Sie. Wir treffen uns dort. Okay, Ellie, halten Sie sich bereit. Noch einer. Was? Sind Sie irre? Das Ding in der Mitte? Wenn Sie das anzünden, wird alles hier drinnen abfackeln. Richtig. Sagen Sie, Schluss, das soll nicht recht sein. Es geht los. Da jetzt nichts mehr machen.
Tentakel blockiert die Transporttür. Sie hat sich um einen großen Tank gewickelt. Ein großer Tank? Stickstoff-Trichlorid. Die explodieren, wenn sie zu heiß werden. Perfekt. Funktioniert. Wir bewegen uns wieder. Wir warten weiter vorne auf Sie. Gut, ich sehe Sie. Wir treffen uns dort. Okay, Ellie, halten Sie sich bereit. Noch einer. Was? Sind Sie irre? Das Ding in der Mitte? Wenn Sie das anzünden, wird alles hier drinnen abfackeln. Richtig. Sagen Sie, Strosser soll sich festhalten. Es geht los. Blockiert die Transporttür. Sie hat sich um einen großen Tank gewickelt. Ein großer Tank? Stickstofftrichlorid. Die explodieren, wenn sie zu heiß werden. Perfekt. Funktioniert. Wir bewegen uns wieder. Wir warten weiter vorne auf Sie. Gut, ich sehe Sie. Wir treffen uns dort. Okay, Ellie, halten Sie sich bereit. Noch einer. Sind Sie irre? Das Ding in der Mitte? Wenn Sie das anschauen, wird alles hier drinnen abfackeln. Richtig. Sagen Sie, Strosser soll sich festhalten. Jetzt geht los. Ja toll, jetzt weiß ich nicht, wie ich da raus konnte. Ja, ich darf das erst aktivieren, wenn ich da draußen bin. Mein Gott, nichts lustig hier. Na? Ellie, eine riesige Tentakel. So. Sie haben einen großen Tank gewickelt. Ein großer Tank? Stickstofftrichlorid. Die explodieren, wenn sie zu heiß werden. Perfekt. Es hat funktioniert. Wir bewegen uns wieder. Wir warten weiter vorne auf Sie. So, jetzt warte ich jetzt nicht draußen, sonst kann ich wieder nicht draußen lellen. Ach, das sind sogar Munition. Eckig. Können wir gar nicht sehen. Okay, Ellie, halten Sie sich bereit. Noch einer. Was? Sind Sie irre? Das Ding in der Mitte? Wenn Sie das anzünden, wird alles hier drinnen abfackeln. Richtig. Sagen Sie, Strosser soll sich festhalten. Es geht los. Thank you.
jetzt los? Alter. Boah. Was ist das? Alter, was ist das? Ich weiß nicht wie. Stünden die Dinge anders, würde ich Ihre Sturheit sogar bewundern, Mr. Clark. Aber das hier ist bedeutender als Sie, bedeutender als das Leben aller auf dieser Station. Sir, die letzten Evakuierungsvorbereitungen laufen. Offenbar endet es jetzt. Ab hier ist alles nur noch Ballast. Isaac, was meinte er damit? Was meinte er, als er von Ballast redete? Er nutzt den Solarstrahl. Wir müssen den Transport stoppen. Oh, sofort! Scheiße! Ah! Die Station geteilt, keine Möglichkeit mehr, um rüberzukommen. Bringen Sie uns zurück zur Station. Na los! Warum? Tun Sie es, schnell! Die Ishimura, wenn die Gravitationsstrahlen noch funktionieren, kann ich... Sie wollen den Regierungssektor zurückziehen? Isaac, das ist lächerlich. Wenn ich die Schienen ein paar Sekunden ausrichten kann, sollten Sie mit der Bahn rüberkommen. Seien Sie bereit und passen Sie auf Stross auf. Isaac, nein. Was? Warten Sie es ab, mein Kopf ist voller dämlicher Ideen. Ja, das ist die größte. Das... Wie, Lastenaufzug geht nicht. Willst du jetzt mich wirklich verarschen oder was? Maximale Last. Endlich. Das ist ein Vogel hier. Kein Leben, ja. Aber hier sagen, ja, ich mach das. Soll die das doch mal machen, hier so volles Leben. Die sitzt die ganze Zeit wieder da und macht gar nichts. Geht genau. Lounge sollte ein Computer sein. Ich kann den Status des Schiffs von dort aus checken. Sind Sie okay? Sie klingen ein wenig nervös. Als ich das letzte Mal hier war, lief es nicht so gut. Ich melde mich bald wieder bei Ihnen. Das war's für diese Folge. Bis zum